Hallo Freunde der Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei FIFA 16 mit der Trainerkarriere. Unser nächstes Spiel gegen den HSV. Ja, manche denken sich jetzt, hä, das habe ich gestern schon gesehen. Ja, diesmal sind wir aber nicht bei dem HSV unterwegs, sondern bei Dortmund und zwar in der Trainerkarriere. Gestern habe ich es versaubeutelt irgendwie, beziehungsweise die Mannschaft. Heute hoffe ich mal eigentlich auf dasselbe Ergebnis, weil Dortmund soll trotzdem gewinnen. Aber ihr kennt das, ja? Also HSV, da habe ich Respekt vor. Das ist eine Mannschaft, die jederzeit hier einen Sieg einfahren kann gegen Dortmund. Und natürlich kennen wir jetzt so ein bisschen auch die Namen, die hier kursieren. Und Torwart, den darfst du gerne mal in die Hand nehmen. Dann können wir nämlich schneller weitermachen. So, Dragowski macht ihn kurz. Ja, und ich nehme das Ganze jetzt mit dem Shadowplay-Programm auf, was mir hoffentlich am Ende des Spiels keine Lags mehr bescheren wird. Gestern hat es gut geklappt bei der Spielerkarriere, ich weiß nicht, wie es dann beim Rendern aussieht, aber so weit, so gut vom Aufnehmen her war es klasse. Wie gesagt, wenn es dann gerendert ist, kann das immer noch sein, dass der irgendwie so minimale Lags reinnimmt, das weiß ich nicht. Das werde ich dann erst sehen, oder ihr habt es gestern schon gesehen, so, komm. Wenn ihr es euch dann angeguckt habt. So, Stenderer. Geht durch. Und der sah gar nicht schlecht aus. Thielemans. Den konnte der Volley nehmen. Das war nicht verkehrt, die Chance. Was war denn das? Warum kriegen wir denn jetzt hier den hintersten Jungen, der hier laufen muss? Wenn da vorne Süle rumsteht. Weg das Ei. Na gut, das machen wir genauso hier. Egal. Hauptsache, der Ball ist da. Auf der Seite haben wir wieder Brand. Und gehen hier über Shaw. Kein Problem. Also die linke Seite bei uns jetzt momentan sehr, sehr hochwertig besetzt. Brandt haben wir mittlerweile wirklich als einen der wichtigsten Offensivspieler und Luke Shaw für mich der wichtigste in der Defensive, der da auch am zuverlässigsten spielt. Und wen wir heute wieder einsetzen wollen, ist Stenderer, beziehungsweise wen wir heute in Aktion sehen wollen. Eingesetzt ist er ja. So, Ginter. In der Mitte haben wir Danilo. Na, nee, das wird nichts. Und es ist jetzt auch der Scout losgesendet worden. Ich weiß nicht, ob der Ende des Monats kommt oder nach einem Monat. Müssen wir dann sehen. Aber der wird dann demnächst auch nochmal ein Talent eventuell bringen. Wo ich hoffe, dass das auch ein Talent ist. Ich habe nämlich in der privaten Karriere, dadurch, dass ich gleich drei davon aktiviert habe, wie schlau kann man sein, hab der mir dann so ein komisches Talent gebracht. Auf der falschen Position und dann auch nicht wirklich gut. Festhalten. Und los geht's. So, normalerweise bräuchten wir jemanden für die Innenverteidigerposition. Bin ich mal gespannt, ob er da jemanden hat oder ob das wieder irgendwo anders ist. Offensives Mittelfeld wäre auch nicht verkehrt. Da haben wir, glaube ich, auch nur, na gut, Maruoka ist noch als dritter Mann. Den wir da auch eigentlich einsetzen können. Weil der als Joker manchmal ganz gut funktioniert und auch ein bisschen die Bälle gewinnt. So, TT. Kommt auf außen nicht wirklich durch, aber gewinnt ein bisschen Raum. So, Danilo und außen ist wieder Julian Brandt, der dann aber nicht zum Passen kommt. Es ist eben seine Spezialität, hier auf außen auch durchzugehen. Der Ball war zu vorhersehbar, deswegen sind wir da nämlich auch nicht reingegrätscht, sondern haben gewartet mit Luke Shaw. Und man sieht hier, was der für Qualitäten defensiv hat. So eine Bälle gewinnt nicht jeder. Und man gibt uns nicht viel Raum, ja, das muss man auch dazu sagen. Hofmann hat das schön gemacht. Gibt jetzt auf die andere Seite rüber. Ja, da sollte eher zu Luke Shaw das Ding. Ja, wir wollten da ein bisschen viel. Hab ich schon gemerkt. Und auf außen wieder Diekmeier, der würde aber das Laufduell wohl nicht gewinnen. Ja, gut, die Flanke muss er früh bringen. Aber der Ball ist noch nicht weg. Ja, es geht noch weiter mit Gregoritsch. Aber wir kennen Gregoritsch noch von Pauli. Ist nicht der beste Flankengeber. Ist eher der Flankenabnehmer. So, Stenderer. Sehr viel Raum gut gemacht. Thielemans und vorne, naja gut, der Ball war jetzt nicht der beste. Die Idee war gut. Dahinter. Müller und auf außen, das wird nichts.
Gut, also wir haben das Spiel momentan ganz gut im Griff, aber ist ja nicht so, als ob das immer so wäre. Und wir dann am Ende trotzdem nicht gewinnen. Hofmann. Ja, in der Mitte haben wir Danilo, der kriegt ihn und der schießt irgendwo hin. Was ist denn das für ein Linksfuß, sag mal? Also wenn der jetzt mehr als einen hat, dann höchstens zwei, aber mehr würde ich hier nicht gehen lassen. Ja gut, das stimmt. Zwei Stück. Das hat man gemerkt am Schuss. Also der geht ja nicht mal annähernd aufs Tor. Zwei magere Sternchen. Natürlich nicht die Welt. So, Ekdal auf Holtby. Und das Ding wird gefährlich. Und ist drin. Erster Schuss, erstes Tor, erste Chance. Wie es eben so ist. Ich hab's gesagt gegen den HSV. Da kann sowas immer vorkommen. Und tja, aus der zweiten Reihe hat eigentlich gar nicht wirklich Platz gehabt, sondern aus der zweiten Reihe, da kriegen die immer mal einen Schuss hin. Mal sehen, ob wir das jetzt hier noch umkrempeln können. Wäre natürlich jetzt absolut nicht verdient, wenn die das Ding gewinnen. Wie gesagt, bisher war das die einzige Chance und die war jetzt auch nur der Tatsache geschuldet, dass wir da mit dem Innenverteidiger rausgehen und da hinten niemand mehr ist. Da haben wir halt drauf gesetzt, dass der nochmal passt. Aber er hätte den, glaube ich, so oder so gemacht. Man muss natürlich mehr defensiv dastehen, ne? Also wenn wir nur einen Spieler haben und zwei Leute decken müssen, irgendwo ist da ein Fehler. Oh, und wir haben Platz, Thielemans. Danilo, ja, der lässt sich da abdrängen und das war's dann schon wieder mit der Chance. Lasogga auf dem Weg nach vorne. Und Gregoritsch macht jetzt hier Meter. Aber wie gesagt, seine Flanken, man sieht's, die sind jetzt nicht das Gelbe vom Ei. So, und gleich mal rüber auf die linke Seite. Allerdings sehen wir wieder, es läuft keiner wirklich mit. So, nochmal auf Shaw und der gibt den Ball aber sehr weit vor. Also, so weit war der jetzt nicht geplant. Dass der Torwart den noch ins Feld lenkt, ist schon ein Wunder. Das hätte unser, glaube ich, nicht mehr hingekriegt. So, Gregoritsch. Wieder mit so einer geilen Flanke. Diesmal kommt die aber an. Und war jetzt gar nicht so verkehrt. Also die war wohl so geplant. Sah bloß sehr komisch aus, ne? Also kugelt sich da bald das Bein aus, um den da rüber zu kriegen. So, Luke Shaw hat jetzt erstmal Raum, aber das ist nicht wirklich von Bedeutung, denn jetzt gibt's die Halbzeit und mal ganz ehrlich, also wenn wir uns die Statistiken mal anschauen, ich glaube nicht, dass es da irgendwas Positives zu sagen gibt über die Mannschaft von. Na doch, die haben sogar, die haben drei Schüsse gehabt, also da kann ich mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. So gar nicht, ja, also keine Ahnung. Verdrängt oder was, keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht so wirklich gesehen. Waren vielleicht, na gut, die Flanken eben, die dann noch. Vorher war ja nochmal eine Flanke, die ist, glaube ich, dann auch durchgegangen. Aber die war halt nicht gefährlich, also es war keine gefährliche Chance. Aber wir haben anscheinend auch noch nicht wirklich was zustande gebracht hier. Und eigentlich haben wir das bisher ganz gut gemacht gehabt, bis auf diesen einen, ja, Patzer der Innenverteidigung, wo da wirklich nur noch einer da war. Kann man dann auch nicht viel machen. Auch schön gemacht von Stenderer, der sich den Ball da erobert. Vorne ist der. Nein, wieder mal nicht durch. Kann nicht sein. Und Gregoritsch hat da natürlich die körperlichen Vorteile, den Ball da zu kriegen. Ah, Jungs, ihr seid ein bisschen zu langsam gerade. Immer einen Schritt zu spät. Das kann dann wieder böse enden. Will es ja nicht beschreien, aber. Immer dieser entscheidende Schritt, den man da zu spät kommt gerade. Und da ist der Schritt. Mann, Mann, Mann. Da muss Dragowski hin, also. Heieiei. Wie gesagt, das sind immer wieder Schritte gewesen, wo wir denen nicht folgen konnten. Den klären wir lieber, bevor hier wieder irgendwas draus entsteht. Und wo seid denn ihr? Also, da stehen die mit sechs Mann hinten auf der Verteidigungslinie. Was hat denn das zu bedeuten, bitte? Wollt ihr nicht mehr? Wollt ihr keine Tore machen? Und sagt Bescheid, dann nehme ich euch alle runter und stelle da Leute drauf, die nach vorne gehen wollen. Weil ganz ehrlich, mit sechs Mann hinten auf der Verteidigungslinie zu stehen, damit keiner mehr anspielbar ist, ist nicht sinnvoll. Kann ich euch so sagen, wie es ist.
Sollte man aber auch wissen als Offensivmann. Danilo geht da nicht raus. Das war natürlich doof. Den Pass, der hätte auch ankommen können, wenn er da sich mal einen Millimeter bewegt. TT. Und jetzt Stenderer, aber wird da überlaufen von Diaz. Ist wieder ein Außenverteidiger, das muss man dazu sagen. Außenverteidiger haben hier die Fähigkeit, alle Menschen hier zu überlaufen, egal ob was für eine Schnelligkeit die haben. Die wurde in FIFA 16 einfach integriert, diese Fähigkeit. Wir werden ihn einfach mal jetzt hier direkt draufziehen. Ist Brand ein guter Schütze oder kann er eher nichts? Ne, da haben wir, glaube ich, bessere. Der Stenderer ist schon ein super Schütze, wie es aussieht. Danilo auch noch ein ziemlich guter. Efe, Freistoßprezi. Was? Ja, wir nehmen, glaube ich, lieber Danilo, der hat eine bessere Freistoßpräzision. Ah, der war nicht das Gelbe vom Ei. Den hätten wir sogar am Tor vorbeigezogen. Also manchmal komme ich mit dem Efe auch echt nicht klar. Gab Schüsse, die habe ich so gespielt, sind noch nicht mal aufs Tor gegangen und an der anderen Seite vorbeigegangen. Der geht jetzt hier sonst so hin. Komm, den kriegst du. Schön gemacht, Thielemans. Kann sich durchsetzen. Und der Ball geht nicht ins Tor. Doch, der geht ins Tor. Thielemans macht's selber. Steht da nicht im Abseits. Ein bisschen verwunderlich, aber das war klasse gespielt auf Danilo hier. Die beiden defensiven Mittelfeldspieler. Und kriegt den dann vom Torwart aufgelegt hier. Da würde ich ja mal gerne wissen. Wobei, der muss ja nicht in dem Moment, wo Danilo geschossen hat, da vorne gestanden haben. Was sah aus, als wäre das Abseits gewesen, oder? Nee. Nee, nee, da steht ja noch einer. Also in dem Moment hier steht er nicht im Abseits. Stimmt, stimmt. Alles klar. Dann nur ein bisschen Weg zurückgelegt und gut gestanden. Gut, jetzt steht's 1-1. Alles ist wieder offen. Und ich hoffe, dass wir das jetzt hier ein bisschen drehen können, weil wie gesagt, der HSV hat es bisher für mich nicht verdient gehabt. Momentan ist 1-1 gut gerechtfertigt für dieses Spielergebnis. Aber wir wollen natürlich mehr, ne? Jetzt haben wir hier Blut geleckt, jetzt wollen wir mehr. Aber der Pass war sehr schlecht von Thielemans. Oh, super gespielt und kein Foul. Hofmann wirft sich da in die Brandung hier. So, Ekdal. Und Danilo klärt zur Ecke. Immer noch besser als eine Flanke aus dem Spiel heraus. Ich glaube, die ist gefährlicher. So, Stenderer klärt ins Aus. Und dann gibt es gleich nochmal eine Ecke. Auf der anderen Seite nehmen Danilo. Mal sehen, ob der Kopfball stark ist. Ginter war es, der dann mehr kriegt. Und Hofmann, super gemacht. Legt sich den durch. Leider hat keinen Spieler hier noch die Möglichkeit mitzugehen. Jetzt ist Traoré dabei. Und wird wieder gefoult von Saka. Ist ein klares Foul. Geht nicht gegen den Ball, sondern zuerst gegen uns. Kann mir keiner erzählen, dass er das fair hinbekommen hat. Also, ich gucke es noch gerne nochmal an. Wir werden da verlangsamt durch Sakai. Und das hat immer die Ursache, dass es ein Foul war. Und hier, man sieht es, er geht nur gegen den Mann und danach gegen den Ball. Ist ein klares Foul. Also da muss man pfeifen. Haben wir gar keine Gelegenheit mehr, an den Ball ranzukommen, weil er uns da wegcheckt. Und ganz ehrlich, er ist auch ein Außenspieler. Also wenn ich das von einem Innenverteidiger sehe, dann ist das hier oftmals mit irgendeinem Zweikampfwert gerechtfertigt oder sonst was. Aber das war ein Foul, mehr nicht. Ja, wieder ein Foul. Ach geil, Leute, ihr könnt's ja richtig. Mit dem Foulen habt ihr drauf. Na, was war das für ein Pass? Ausnahmsweise mal von Branden richtig schlechter. Nein, Mensch, das gibt es denn noch nicht. Der soll nach oben passen und passt ihn dann irgendwo nach hinten. Mann, Mann. So, TT. Und da kommt Hofmann, der hier von einem Punkt zum anderen geschickt wird. Jetzt wird es langsam sehr ungenau, was die Pässe angeht. Wieder der Pass nicht zum Mann gekommen. Also, und vor allen Dingen, was mich wundert, ist, warum Brandt da wieder in der Mitte rumläuft. Der Ball ist natürlich wieder drin. Brandt, das ist das erste Spiel, wo ich sagen muss, das war nichts. Ja? Aber das liegt jetzt nicht an ihm hier, aber Mann, Mann, ey. Hofmann ist schon ziemlich viel gepäst. Ich glaube, wir werden ihn auch weiterhin so in die Verantwortung ziehen. Auf rechts TT haben wir einen rechten Verteidiger mit dabei. Ne, wir nehmen mal kurz seinen Herz auf, der hat sehr wenig Spiele bisher gemacht. Aber Freunde, Freunde, also zwei Fouls in Folge, ja, und dann gehen die wieder so durch hier vorne. Wo wir uns dann nicht durchsetzen können, wo vier Leute hinten stehen, keiner wirklich da, wo er sein soll. Die spielen alle auf Abseits. Ich weiß nicht warum, ja, also ich spiele generell gar nicht auf Abseits. Und ich will auch, wenn ich keine Abseitsfalle einstelle, nicht, dass die da hinten stehen und warten, dass da irgendwer ins Abseits reinläuft. Das wird nicht passieren.
Aber wie gesagt, es werden zwei Fouls in Folge nicht gegeben und dadurch kommen die dann in Ballbesitz. Das ist was, was ich bisher hier bis immer noch nicht verstehe, warum man Fouls nicht pfeift. Es sind klare Fouls, braucht auch keiner was erzählen, wenn er nicht gegen den Ball geht und einfach nur den Jungen da umhaut, dann ist es ein Foul. Ja, schön, dass er da wegläuft vom Ball. Gregoritsch wird hier zum Superspieler. Den gehen die einfach gar nicht mehr an. So, Ginter. Die Pässe sind natürlich wieder so geil gewesen davor auch, ne? Ja, genau so ein Ding meine ich. Brauchen wir gar nicht hinlaufen, wird nichts. So, aber vorhin war es ja wirklich so, jeder Pass geht wieder zum falschen Spieler oder gar keinem Spieler, da war ja niemand. Und dann fragt man sich, was da passiert ist. Oh Mensch, geh doch mal zum Ball hier, dann kriegst du keinen Fokus mehr. Ey, Leute, verarscht mich doch hier nicht ständig. Foul. Geil, ich liebe das. Luke Shaw hat sich da einfach mal hingelegt. Ist ja auch so seine Art. Wenn er den Ball nicht kriegen kann, legt sich Luke Shaw einfach mal hin und macht nicht weiter. Genau so. Ah, komm, Mensch. Geh doch weiter. Das gibt's doch nicht. Da läuft er gegen den Mann gegen. Oh, ey. Du sollst den Ball holen und nicht gegen den Mann gegenlaufen. Ja, da soll er nicht hin. Mann, 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 gib doch die Pässe mal dahin, wo ich die hinhaben will. Die haben natürlich jetzt so richtig große Jungs da hinten drin. Und er steht komplett falsch da. Ich will auf dem Strafraum Handleute haben, weil anscheinend der größte Spieler steht neben dem Torwart. Lässt sich da bedrängen. Ja, was war denn das, Luke Shaw? Also, Freunde, Luke Shaw ist einer der besten Spieler, den wir haben, wenn nicht der beste, ja? Und der lässt hier solche Dinger zu, obwohl man da einfach nichts tun kann. Stieber, ja, der spielt seit Beginn des Spiels und hat hier Ausdauer noch und nöcher. Hat fast den kompletten Ausdauerbalken. Freunde, Freunde. Also das Spiel, da geht nicht mit. Tut mir leid. Ich bin jemand, der eigentlich sagen kann, wenn man fair verloren hat. Es ist aber in diesem Fall nicht passiert. Es ist dasselbe Ergebnis wie auch in dem Spielerkarrierespiel gestern, was auch nicht gerechtfertigt war. Aber naja, was willst du machen, ne? Ist halt FIFA. Die geben mir die Siege nicht. Die musst du dir ja schon irgendwie ercheaten oder was weiß ich denn? Nee, also es ist zum Teil wirklich sehr, sehr schlimm, was die Pässe angeht, ja? Also die gehen dann wirklich in ganz andere Dimensionen. Also wenn die wenigstens irgendwo in die Richtung gehen würden, aber die gehen ja sonst so wohin. Und dann kannst du auch nichts machen, ja? Und wenn dann noch drei, vier Fouls nicht gepfiffen werden. Ach, Mensch, ich würde lieber ein faires Spiel haben, wo alles so läuft wie, ne? Und dann gewinnen die das Ding halt auch verdient. So war es für mich nicht verdient, weil die halt davon profitiert haben, dass Fehler passiert sind, wieder mal. Wie so oft. So, Ginter. Können wir den hier ersetzen? Nö, der ist am besten von den Innenverteidigern drauf. Paslak ist, glaube ich, nicht mehr der Primus. Dann nehmen wir TT rein. Natürlich die Defensivwerte erst einmal. Da haben wir schon trainiert und dann ist es immer wichtig, dass wir da auch weitermachen. So, der kriegt nochmal 2 Punkte. Ob Brandt dürfte demnächst auch mal seinen Punkt hier kriegen. Lang genug hat es gedauert. Wir stehen mittlerweile auf Platz 14, weil wir nur 2 Punkte aus 3 Spielen mitgenommen haben. Das ist gar nichts, ne? Monatliches Scouting-Update. Ja, gucken wir mal rein. Kriegen wir endlich mal jetzt hier einen Spieler oder immer noch nicht? Nee. Torwart brauchen wir eh nicht. Nö, nö. Der sieht gut aus, aber zu alt. Und auch die momentane Stärke nicht wirklich gut. Da würde ich das Scouting ganz gern fortsetzen. Hier haben wir schon 2 Monate drin. Den nehmen wir nochmal mit in die Schule. Gucken, was aus dem werden kann. Ansonsten, das hier würde ich ganz gerne skippen, weil das dauert mir zu lange. Und wir haben da eigentlich auch nichts mit abzumachen. Also wir wollen jetzt niemanden loswerden. Und dann haben wir nochmal ein bisschen Trainingszeit. Die nehmen wir natürlich mit. Hat er jetzt schon den Jugendscout-Spieler hier drin? Ist das der Typ? Ich weiß, jedes Mal denke ich mir, was sind denn das für Leute? Das ist doch nicht der, den du jetzt geholt hast hier, oder was? Diesen Kevin Bröker-Spacko. Ey, oder Bernd Bröker. Das ist ja sowas von grottig. Wo ist denn das ein Talent? 57 Stärke zurzeit, 63 bis 81 Potenzial. Selbst wenn er sein Maximalpotenzial erreicht, ist das ein Grottenspieler. Gottes Willen. So was schicken die uns hier. So was. Ach so, wir können ihn auch gleich rausnehmen. Also sowas brauche ich natürlich nicht. Und so verknallst du dann hier deine Talente. Also
Kannst du gleich wegnehmen, den Heinz. Und das Tolle ist, dass jetzt auch ein Talenteteil von mir einfach nicht gewertet wird. Ich hätte ja gedacht, dass dann danach nochmal ein Scout losgeschickt wird, aber ist nicht der Fall, schade. So, stoppen wir. Wollen wir mal schnell Training machen. Ah, sind sie schon wieder geldgierig, TT. Ist er gleich dabei, sich zu verbessern, dann würde er wahrscheinlich sogar noch mehr haben wollen. Dann machen wir es lieber vorher. Ginter hier mit 120.000, meine Güte. DT ist schon einer der Leute, die hier sehr viel verdienen und der will noch viel, viel mehr haben. Haben wir denn so viel? Ja, wir haben eigentlich genug Geld. Mit dem Geld müssten unsere Ambitionen auch eigentlich ganz anders aussehen, aber glücklicherweise ist das nicht der Fall. So. Was ist denn hier los? Achso, der ist wahrscheinlich weg oder so. Maruoka macht mal jetzt hier hoffentlich einen Punkt. Maruoka ist so ein Spieler, da bin ich sehr, sehr froh, dass wir den haben. Denn der ist jemand, der nicht unbedingt sofort hier sonst was erreichen muss. Und hier, Sanabria ist gerade nicht da, ist aber auch nicht unsere erste Wahl bei den Übungen. Ihenacho. Ich glaube, das wäre auch mal gut, wenn der ein bisschen mehr Ausdauer hat. Der hat nämlich nicht so viel, wie ich gemerkt habe. Durchsetzen. Nehmen wir mal ein bisschen Ausdauertraining mit rein. So. Dann legt los und Brand dürfte jetzt seinen Punkt machen. Nee, doch nicht. Aber Brand nicht vor und kurz davor. Also der hat seinen Punkt schon gemacht. Ist jetzt aber wieder so weit, dass ich den drin lassen kann, glaube ich. Das ist natürlich nicht verkehrt. Dann ist der jetzt bei einer 77. Wir gucken uns gleich auch nochmal an, wie weit die anderen Jungs sind. TT verlängert anscheinend. Jo, und Dragowski möchte in der kommenden Partie spielen. Ja, das ist kein Problem. Dürfte hier kein Pokalspiel sein. Nee. Pokal haben wir hier erst wieder und dann wird's ekelhaft. Also, was ist denn das für eine Woche hier? A-Mannschaft, B-Mannschaft. A-Mannschaft hat wieder eine Woche Zeit. B-Mannschaft nur 5 Tage. Das ist natürlich gar nichts. Dann haben wir hier nochmal nicht ganz eine Woche Zeit und dann haben wir wenigstens ein bisschen mehr als eine Woche Zeit. Das wird für die B-Elf ein bisschen strapaziös hier demnächst, aber ja. Kriegen wir, denke ich mal, auch gebacken. Ja, wenn nicht, müssen wir halt Leute spielen lassen, die nicht so oft spielen wie Maruoka oder Passlack. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Shuto.